Ja, hallo, Mahlzeit, liebe Freunde. Es ist genau 3 Uhr und ich sitze mal wieder auf der wunderschönen Terrasse bei herrlichstem Wetter. Wir haben 28 Grad, blauen Himmel. Und heute möchte ich euch mal eine Geschichte erzählen, die ja nicht uralt ist wie viele andere Sachen, die ich erlebt habe, sondern eher eine aus der Jetztzeit. Manfred Hüglin und meine Wenigkeit, wir waren ja letztens unterwegs und wollten Videoaufnahmen machen. Und die haben wir ja inzwischen auch eingestellt in Facebook. So, ich liebe die Heimat so sehr und der Manfred mit seiner Sehnsuchtsmelodie. Die muss er allerdings noch fertigstellen. Na, jedenfalls waren wir mit dem Auto unterwegs. Von hier, vom Kaiserstuhl, ist es nicht weit Richtung den Südschwarzwald und da ist das Glottertal. Das kennt ihr sicherlich alle. Da wurde früher die Schwarzwaldklinik aufgenommen und ist eine wunderbare, herrliche Gegend. Jedenfalls, wir sind so lang gefahren, haben uns umgeschaut, haben ein paar Fachwerkhäuser aufgenommen, eine Kirche, um das eventuell später mal dort einzuschneiden. Aber wir mussten doch ziemlich weit fahren, bis wir an eine Stelle kamen, wo der Schwarzwald wunderbar mit grünen Wiesen, mit seinem Wald, mit allem, mit herrlichen Wegen zu sehen war. Rechts war auch noch ein Parkplatz, also sind wir auf den Parkplatz gefahren und da stand nur ein Auto. Ja, und dann bin ich an das Auto rangefahren, ausgestiegen und als wir ausgestiegen sind, sehen wir, dass dieses Auto, ein VW Caddy, eine Radarkontrolle war, denn man durfte dort nur 70 fahren. Naja, dann bin ich zu dem Polizisten hingegangen, der saß im Auto und habe ihn gefragt, ob wir denn da stehen bleiben dürften. Und dann hat er gesagt, ja, bleibt nur stehen, das ist ganz gut, denn dann werden wir nicht erkannt, dass wir hier einen Radarwagen stehen haben. Also bleibt ruhig stehen. Na gut, haben wir gemacht. Dann haben wir unsere Sachen, unsere Trompeten und die Box aus dem Auto geholt, sind auf die gegenüberliegende Seite gegangen, der Straße, haben uns dort positioniert und haben da angefangen, die Aufnahmen zu machen. Naja, die Aufnahmen könnt ihr ja sehen. Und ja, das ist ja in dem Video zu sehen. Ich liebe die Heimat so sehr. Nachdem wir dann fertig waren, ja, sind wir wieder zurück, haben die Sachen eingeladen und der Polizist kam heraus. Er war total begeistert. Er hatte eine nette Unterhaltung, wir haben Musik gemacht und er hat draußen gestanden und hat uns zugeschaut. Es war ein ganz netter Kerl, der war 49 Jahre alt. Und ist aber als Polizist nur noch im Radarwagen unterwegs, weil er hatte schon einen Schlaganfall und einen Herzinfarkt, hat also ziemlich mit Krankheiten zu tun gehabt, sodass dieser Job für ihn einfach noch das Einfachste war. Aber er war ein lustiger Kerl, wir haben dann Witze erzählt, Musikerwitze und natürlich auch Polizistenwitze, wie einer, der zum Beispiel mir ganz gut gefällt, erzähle ich euch jetzt gerade. Es war ein kleiner Junge, ja, der war vielleicht so 8 Jahre alt. Und er stand an einer Kreuzung und beobachtete einen Polizisten, wie der den Verkehr regelte, weil die Ampel war ausgeschaltet, die war anscheinend kaputt. Und der kleine Junge stand dort eine halbe Stunde und schaute dem Polizisten zu. Und plötzlich ging die Ampel wieder. Und der Polizist kommt zu dem kleinen Jungen und sagt zu ihm: Na, mein Junge, du hast mir jetzt so lange zugeschaut, möchtest du auch mal Polizist werden? Nein, hat der kleine Junge gesagt, ich nicht, aber mein Bruder, die faule Sau. Also man sieht, Humor gibt es überall. Der Polizist gab uns aber dann einen Tipp, wo wir weitere schöne Aufnahmen machen konnten. Nach St. Peter fahren, oben auf die Höhe, vor St. Peter rechts ab, dann geht es noch etwas hoch auf die Höhe und dort hat man einen wunderbaren Überblick über St. Peter, über den Schwarzwald. Das haben wir dann auch gemacht. Dort oben angekommen, gab es ein kleines Problem, dann kam die Bäuerin und sagt, ja, ihr könnt euch nicht rechts neben die Straße stellen, da steht ihr auf dem Rasen. Ja, okay, dann bin ich ein Stück weitergefahren und habe einen Platz gesucht, wo das Auto nicht gestört hat. Sachen ausgeladen, haben uns alles angeschaut und dann haben wir die richtige Position gefunden und haben Aufnahmen gemacht. Zuerst wieder ein Teil von Ich liebe die Heimat so sehr und anschließend Manfred mit seiner Sehnsuchtsmelodie, die er gerne spielt. Nachdem wir da zugange waren, kommen plötzlich eine ganze Menge Leute mit dem Auto hochgefahren, ein halber Konvoi, Leute mit dem Fahrrad, Leute zu Fuß und die kamen immer näher, immer näher. Und einer sonderte sich ab und kam zu uns. Wir waren da mitten auf der Wiese gestanden
und sagte, was wir da machen. Ich sagte, siehst du doch, wir nehmen hier Sachen auf. Da sagte er, das ist ja wirklich komisch. Ich bin mit meinem Vater hier hochgefahren, weil der ab und zu hier oben mit seiner Trompete spielt. Und jetzt kommen wir da hoch und da stehen zwei Trompeter und machen Aufnahmen. Also das war sehr lustig. Die Leute haben dann mitgefilmt, was wir gemacht haben. Dann hat er gefragt, ob wir noch lange bräuchten. Haben wir aber nicht mehr. Wir waren 10 Minuten später fertig. Ja, und dann haben wir dem Trompeter, das war so ein Mann um die 55 Jahre alt, der hat sich dann noch ein Stückchen höher gestellt und hat dann für den ganzen Ort so ohne Playback ganz live ein paar Sachen gespielt. Also das war ein nettes Erlebnis und man sieht, wenn man viel unterwegs ist, erlebt man viel und das war für heute mal meine Geschichte. Ich grüße euch vom Kaiserstuhl bei Herz bei herrlichstem Wetter, hoffe, dass es euch gut geht, bleibt gesund. Und wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschüss, euer Ralf.